Moin Leute, willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2022. So, wir wollten ja heute die Saatmaschine holen. Saat. Also eigentlich wollten wir dick einkaufen. Und so langsam fuchse ich mich, glaube ich, auch in dieses Spiel herein. Wie das funktioniert. So, eigentlich, wir können ja hier schon shoppen. Wir holen uns das schon mal. Und zwar brauchen wir eine Saatmaschine. Sätechnik. Steht beim Händler abholbereit. Jetzt brauchen wir noch bei den Big Bags Saatgut. Kaufen. 800, das passt schon. Dann düsen wir zum Händler, holen den Kram, beladen das und dann fahren wir hier wieder zum Acker, stellen das schon mal ab und dann gucken wir mal, welchen Acker wir uns noch kaufen können. Vorzugsweise Weizen. Erstmal, ich weiß nicht, Weizen, ob das so viel bringt im Umsatz. Denke mal nicht. Aber dafür habe ich auf jeden Fall schon mal alles. Achso, und was ich jetzt noch mitgekriegt habe, wenn ich mit dem Mähdrescher rübergehe, dann ist auf dem Boden das, was er hinten rausschmeißt, wo ich ganz am Anfang richtig Panik vor hatte, das ist quasi Stroh. Und ich kann mit so einer Sammelmaschine das einsammeln und auch verkaufen. Soll wohl nicht so viel bringen, aber es bringt ein bisschen Geld. Falls einer noch bessere Tipps hat, wie man am Anfang am besten etwas Geld macht, gerne ins Kommentar schreiben. Und dann werde ich mal gucken, dass ich das umgesetzt kriege. Wo steht denn unser Prachtstück? Okay. Also es ist sogar Weizen. Ich gehe mal davon aus, dass diese kleinen Haken da in den Boden gehen und da die Saat rauskommt. Also der wird nicht so streuen wie der, wie der Dünger-Dings hier. Kleiner Moment. So, wie hieß das Ding? Düngerstreuer. Ja. Gut, hätte man auch drauf kommen können. So, shoppen. Wir brauchen Acker. Land. 31. Und die kostet. Oh, Gottes Willen. Die kostet 313.000 kaufen. Eigentlich will ich es für weniger kaufen. So, was brauche ich jetzt, wenn ich den Mais wegballern will? Erstmal ein kleiner Test. Ich kann es zwar noch nicht ernten, aber ich kann ja mal gucken, was passiert, wenn ich mit dem da reinballer. Okay, also Drescher anschmeißen. Der macht da gar nichts mit. Das ist jetzt aber schlecht. Ich bin mir auch nicht sicher, wo ich das nachlese. Also ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo ich das nachlese. Kann mein Mähdrescher denn Mais mähdreschen? Also Mais ernten, pflügen, Dingsens? Ja, jetzt geht's kaputt, wenn ich da reinknatter, ne? Jetzt, weil es meins ist. Jetzt, ich fahr schon wieder rein. Oh, der ist schief. Aber es steht noch. Dafür habe ich ein paar andere weggerotzt. Drescher anschalten. Brauche ich den hier gar nicht? Ich habe keine Option, den anzuhängen. Von der richtigen Seite dran. Ich kann den nicht. Doch. Oh, ich dachte gerade, ich habe das ganze Geld rausgeschmissen. Brutal. Einfach nur brutal das Ding. So, Abfahrt. Oh, der hat aber einen Schuss gemacht.
Ei, der ist ja schon fast erntereif. Auch schön gleichmäßig gewachsen. Ich glaube, da haben wir gut investiert. Das gibt Schotter. Ey, das Feld sehen ist aber kein Segen, ne? Mit dieser kleinen Maschine. Ich hätte die Steine noch einsammeln müssen. Dann geht ja die ganze Maschine kaputt. Oh, hier der ganze Mais kaputt. Mein Mais. Alles kaputt. So, jetzt schmeißen wir dich raus, weil du kostest nur Geld. Wieso macht denn der die Maschine hoch? Ist das doof oder was? So, wir haben Weizen, das ist richtig. Jetzt wollen wir die Kreisellänge senken. Krass. So, Tempomat. Fahren wir erstmal mit Stufe 1. Achso, ich muss ja immer anmachen, den Tempomat. Ich mache ja gar nichts. Warte, nochmal zurück. Ich habe den nicht gesenkt. Doch. Da steht Kreisellänge heben. Anschalten. Ja. Moin, das ist eine Option, wa? Wie schnell darf ich damit fahren? Oh, geht ja ganz gut. Jetzt würde ich aber sowas von gesät. Also Regen eigentlich richtig gut jetzt. Kann jetzt schön keimen. Richtig krasse Action. Ey, wie schön ich diese Spur gezogen habe, oder? Oh! Schlamperei! Da war ein Loch. Das kritische Auge, ne? Wachsam. Das wachsame Auge. Wir sehen alles. Ja, die Spur hier, die gefällt mir gar nicht, ne? Was willst du machen? Jetzt ist sie drinne. Jetzt noch mal einen Grubber holen. So, da macht jetzt erstmal ein Helfer weiter. Ich wollte nämlich noch einmal was gucken. Und zwar, ob der Roh, bei dem ich ja gespawnt bin, der da müsste das ja sein, ob der eigentlich mir gehört. Und kein Auto. Hep. Okay, das können die ab. So, hier steht. Steht nicht, ob das mir gehört. Besen, ich kann hier alles sauber machen. So. Aber ja, mal die Werkstatt ausfegen hier. Oh, hier ist auch noch ein bisschen dreckig. Das sieht doch schon wieder sauber aus. So ein Generator oder so. Jetzt steht der hier nicht richtig. So, ich möchte jetzt aber wissen, ob das hier meins ist überhaupt. Dafür gehen wir jetzt in den Shop. So. Dann gehen wir auf Land. Siehst du, das gehört mir nämlich nicht. Das gehört alles, Leroy. Da ist ja gar nichts drauf, ne? Aber gekruppt ist der schon mal. Und gedüngt zu 100%.
Wieso kann der 100% düngen? Kann ich bestimmt auch. Gut. Feld fertig machen. Weiter ist er noch nicht. Tja, ich werde es heute nicht mehr schaffen, den Acker fertig zu sehen. Aber beim nächsten Mal werden wir auf jeden Fall den Acker hier fertig machen. Da setzen wir uns auch wieder selber hinter Steuer so lange. Und dann können wir den Mais höchstwahrscheinlich auch schon ernten, bis wir hier fertig sind. Aber das wäre ja... Mitte September. Könnte hinkommen, sonst kann man ja vorspulen. Den machen wir dann nächstes Mal weiter. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.